Wir laden Sie zu einer Reise durch ein außergewöhnliches Gebiet ein, eine Entdeckung von Orten und Produkten, die fähig sind, alle Ihre Sinne anzusprechen und wo die Gastfreundlichkeit der Schönheit der Landschaften gleichkommt. Hier lohnt es sich zu verbleiben, um in einer Szenerie mit imposanten Burgen und Festungen, einer antiken Geschichte, welche aus den diskreten Erzählungen der Personen und Dinge, den Traditionen und Dorffesten sowie der großen geschichtlichen Vergangenheit hervorgeht, zu würdigen. Die Provinz von Alessandria befindet sich im Nordwesten Italiens, dort, wo alle großen Verbindungslinien zwischen Nord- und Südeuropa zusammenfließen. Eines der künstlerischen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentren der Region Piemont. Es ist ein weites und vielseitiges Land, wo sich Ebenen und sanfte Hügel abwechseln und zu Landschaften, welche zu jeder Zeit attraktiv sind, verschmelzen. Frühling und Sommer sind die besten Jahreszeiten, um sich die faszinierende Landschaft genießend, den sportlichen Aktivitäten an der frischen Luft zu widmen. Herbst und Winter werden jedoch von den Feinschmeckern bevorzugt, welche die imponierenden Früchte des Landes genießen. Fundstücke, hervorgehend aus den Grabungen im Coronetal und in Tortona, bestätigen uns die Gegenwart menschlicher Siedlungen, die bis in die Bronzezeit zurückgehen, jedoch erst mit dem Auftreten der Römer beginnt die städtische und wirtschaftliche Entwicklung im Raum Alessandriens. Die Entdeckung eines Abschnittes von Via Fulvia bis zur Villa del Foro, die Grabungen bei Libarna, wie auch die Funde von Aquiterme, zeigen uns, dass das Gebiet unter der Herrschaft Roms die Funktion einer strategischen Zone übernahm und zu einer wichtigen Verbindungsstraße wurde. Die Fruchtbarkeit des Bodens und die günstige Lage zwischen Ligurien und der Po-Ebene und zwischen der Halbinsel und dem Zentrum Europas machten aus dem alessandrischen Raum ein Gebiet für Eroberungen und Invasionen. Zum Gedenken an eine stürmische Vergangenheit kann man immer noch in jedem Ort wuchtige Mauern und Türme mit Zinnen versehen entdecken. In der Provinz von Alessandria gibt es zahlreiche Burgen. 54 Paläste, jeder mit einer anderen Geschichte, entführen den Besucher in längst vergangene, fast vergessene Zeiten. Aus Anlass der Veranstaltung Offene Burgen zwischen Frühling und Herbst öffnen sie ihre schweren Tore, um dem Besucher ihre Geheimnisse und Legenden anzuvertrauen. Das, was uns am meisten an diesem engen Netz von Gebäuden beeindruckt, ist ihre harmonische Einfügung in die umgebende Landschaft, welche sich in den Jahrhunderten nicht änderte und uns noch heute ein fabelhaftes und faszinierendes Schauspiel genießen lässt. Das Gebiet um Alessandria war nicht nur Eroberungsland, sondern auch ein wichtiges Zentrum der Spiritualität. Im Mittelalter durchquerten zahlreiche Pilger das Land entlang der Via Francigena, um zu den großen Kultstätten Rom und das Heilige Land zu gelangen. Viele religiöse Strukturen haben die Jahrhunderte überlebt, alle mit unberührter Atmosphäre und voll zeitloser Spiritualität. Die Abteien, die Pfarreien und die Kirchen, welche den alessandrischen Raum übersehen, verkörpern verschiedenes geschichtliches Beweismaterial, sodass man richtige Routen mehrerer Epochen aufzeichnen kann. Die Kultstätte sind nicht nur der christlichen, sondern auch der jüdischen Religion gewidmet. In Casale Monferrato steht die schönste Synagoge von Piemont, ein Juwel geistlicher Architektur, das jährlich Tausende von Besuchern willkommen heißt. Die Provinz von Alessandria, Land der Bauerntraditionen, hat in den eigenen ethnografischen Museen im Gedenken an die Arbeit und Mühe der Gemeinden des Apennins und der Po-Ebene einen einzigartigen Besitz erhalten. Die La Chera, dem Tanz gegen den Tyrannen, und das Museum der Maske von Rocca Grimalda sind ein gutes Beispiel dafür, wie die untere Kulturklasse über unsere Wurzeln berichten kann. Zwischen 1799 und 1800 hielt sich Napoleon während eines Sieges in Alessandria auf.
In der Ebene von Marengo, dem Boden des Gefechts zwischen französischen und österreichischen Truppen, steht heute das Museum der Schlacht, Ziel des Fremdentourismus. Die Provinz von Alessandria besitzt auch Kunst- und Kulturschätze von internationalem Wert. Von den Räumen König Arthurs des höfischen Mittelalters in Alessandria zur rationalen Kunst von Vasari bis zu Bosco Marengo. Die moderne und zeitgenössische Kunst wird von Werken einiger der größten Künstler und Architekten des 19. Jahrhunderts repräsentiert. Giuseppe Pellizza von Volpedo, Carlo Garà, Arturo Martini, Gino Severini und Ignazio Gardella. Über die Juwelen der Kunst kommen wir in die Stadt, welche aus dem handwerklichen Schmuck ein eigenes und unverwechselbares Symbol gemacht hat: Valenza. Hier begann in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Goldschmiedekunst und jene große und unvergleichbare Handwerkstradition gibt es bis heute noch. Man sagt, dass in Valenza Schmuck entworfen und realisiert wird, der die Märkte der ganzen Welt erreicht. Produktionen, welche zusammen mit den zwei jährlich stattfindenden Schmuckmessen dazu beitragen, die Unübertrefflichkeiten und Qualitäten unserer Provinz kennenzulernen. Für die Liebhaber der unberührten Natur und des Freiluftsports repräsentiert die Provinz von Alessandria inmitten von faszinierenden Landschaften eine wirkliche und besondere Ecke im Paradies. Hügel, Ebenen und Gebirge bieten tausend verschiedene Möglichkeiten, einen ruhigen Aufenthalt, welcher Körper und Geist von dem frenetischen Stadtleben wieder kräftigt, zu genießen. Die Leidenschaft für das Fahrrad, welches hier bei uns seine Wurzeln in der Geschichte des großen italienischen Radsports hat, ist ein eigener Bericht wert. Wenn es stimmt, dass die Champions Costante Girardengo und Fausto Coppi so sehr geliebt wurden, dass sie zu mythischen Figuren des italienischen Radsports wurden, stimmt es auch, dass sie wegen ihrer außerordentlichen Menschlichkeit und Einfachheit zweifelsfrei Vermächtnis ihrer Heimat in den Herzen der Italiener Einzug hielten. Der Raiar erwartet immer noch die Fans im Hause Coppi in Castellania. Die Provinz von Alessandria bietet dem Besucher die Straßen der Champions und das vor kurzem in Novi Ligure eingeweihte eindrucksvolle Museum des Radsports. Eine zentrale Fahrbahn teilt den Raum symmetrisch und berichtet anhand einer Ausstellung der wichtigsten Teile visuell über die Geschichte des Fahrrads und der Champions, welche eine Legende daraus machten. Von Leonardo da Vincis Modell bis zu den letzten Prototypen in Titan. Bevorzugtes Ziel der Ausflügler sind die Naturschutzgebiete, wo man wegen des Panoramas, welches manchmal bis zum Ligurischen Meer reicht, und der zahlreichen Naturoasen wie die Garzaia von Valenza, Naturreservat, zum Schutz der einzigen piemontischen Rotreiherkolonie Stille genießen kann. Ein Spaziergang entlang der Wege, umgeben von den Düften seltener Pflanzen und den Farben eines mit Leben pulsierenden Gebietes, wo man auf Wildschwein und Rehspuren treffen kann, schenkt uns oft unvergessbare Gefühle. So wie es auch ein faszinierendes Abenteuer sein kann, die Via al Mare zurückzulegen, welche in Tortona beginnend über die nördlichen Apenninen nach Portofino führt. Vorbei an Orten und Dörfern, die so malerisch sind, dass sie fast schon irreal erscheinen.
Für Liebhaber der Binnenseeromantik sind die Seen von La Bagnina einen Aufenthalt wert. Wenn sie ausgetrocknet sind, kann man darin immer noch die Ruine der Mühle, in welche das geförderte Goldvorkommen der Gegend gewogen, gemahlen, amalgamiert und in Goldbarren verarbeitet wurde, sehen. Diese Orte sind ideales Ziel eines natürlichen Fremdenverkehrs. Sie bieten zahlreiche Anlagen und Einrichtungen für Freiluftsportler. An erster Stelle steht das Trekking. Zu Fuß, zu Pferde oder mit dem Mountainbike. Welches auch immer Ihr Ziel sein mag, der lieblichen Einladung der zahlreichen Begegnungen mit der lokalen Enogastronomie in Restaurants, Agritourismus und der typischen Produkte auf Dorffesten können Sie nicht umgehen. Die Provinz von Alessandria ist ein gutes Land, um seine gastronomischen Schätze zu kosten. Eine reiche und unverfälschte Küche längst vergessener Geschmacksrichtungen. Den begeisterten Küchenfans schenkt der Herbst mehr als eine Gelegenheit, um sich mit dem intensiven Düften von Pilzen und Trüffeln zu berauschen. Im Oktober und November gibt es im Zeichen des Trüffels einen Jahrmarkt nach dem anderen. Von Juni bis Oktober kann man jeden Sonntag Kultur, Enogastronomie und Tourismus miteinander verbinden, wenn man an der Initiative Besuch von Kellern, Burgen und Weinkellern, welche in einer touristischen Route die zahlreichen Keller der Provinz, die landwirtschaftlichen Höfe, die Aktivitäten des Agritourismus und die typischen Restaurants aufzeigt. Auf dieser Entdeckungsreise von Orten mit Bauerntraditionen darf man die Infrarot einzigartige Keller in Tuffstein gegraben nicht versäumen. In ihrem Innern, wo die ideale Temperatur für die Konservation in jeder Jahreszeit beibehalten wird, ist die Atmosphäre magisch und zeitlos. Das Gebiet stellt seine Köstlichkeiten im gastronomischen Frühling und Herbst vor. Es gibt Routen zur Entdeckung der Produkte des Coronetals, Grue und Osonotals und der Täler Borbera und Spinti. Während die Gemeinden des Monferratos sie im Monat Mai mit Reis und Rosen erfreuen. An den Dezemberwochenenden wird Novi Ligure zur Hauptstadt des piemontesischen Genusses und lädt sie zu Süßes Land von Novi ein, wo die Vorschläge dieser einladenden Veranstaltung der lokalen Enogastronomie im Zentrum des schon längst klassischen Treffpunktes in der Vorweihnachtszeit steht. Die Köstlichkeiten und typischen Produkte der Provinz sind keine Geheimnisse mehr. Die Hersteller begleiten sie bei der Entdeckung der Arbeitsvorgänge, aus welchen viele kostbare Schätze für Augen und Gaumen entstehen. Pilze, Trüffel, Wurst und Käse repräsentieren den distinktiven Charakter der Küche in der ganzen Provinz. Die Provinz von Alessandria nimmt in der Weinproduktion eine wichtige Rolle ein. Sie hat den Schutz über seltene Weine und die Herstellung von 37 Weinen mit dem Siegel Qualitätswein aus bestimmten Anbaugebieten. Die Weinkeller des Monferratos beherbergen nicht nur die beste Weinproduktion des Territoriums. Oft bieten sie auch faszinierende Szenerien. Zum Beispiel beherbergt die regionale Enothek Acqui Terme Vino nicht nur 90% der italienischen Bracchetto-Produktion, sondern sie befindet sich auch im antiken Palast Robellini mit seinen wunderschönen Steingewölben.
Aquiterme befindet sich heute, wo früher das antike römische Rathaus von Aquae Statiae stand. Seit Jahrhunderten wegen seines therapeutischen und gesunden Wassers eine berühmte Stadt, wurde sie zu einem der bekanntesten Thermalzentren der Halbinsel. Die Römer, die ersten, die entdeckten, dass die hervorsprudelnden Quellen warmen Wassers heilsame Eigenschaften besitzten, bauten Schwimmbäder und Thermen und machten aus der Stadt einen Ferienort. Im Herzen der Stadt, auf einem kleinen einladenden Platz, steht die berühmte Polenta, eine Ädikula, aus welcher 560 Liter 75 Grad warmes Wasser pro Minute fließt. Noch heute, in einem Jahrhundert, in welchem die Medizin gigantische Schritte zurücklegte, sind die heilenden Eigenschaften des Mineral-, Brom-, Jod- und Schwefelhaltigen Wassers und der Moorbäder unbestritten. Wer sich eine regenerierende Pause weit weg des Stadtlebens gönnen will, hat die Wahl zwischen Massagen, schottischer Dusche, Schlammpackungen und Hydromassage. Die Ausstattung des Fitnesszentrums und der ästhetischen Thermalabteilung des Gebäudes Regina, Zone Bagni, stellt sich neben das mit modernen Abteilungen für Therapien, Thermalbad und Beauty Center, komplett erneuerte Grand Hotel Nuove Terme im Stadtzentrum. Zahlreich sind auch die Mineralquellen mit besonderen Eigenschaften, wo sich heute Zentren für hydrotherapeutische Kuren befinden. Wir brauchen nur an die Quellen von Castelletto d'Orba, Monte Gioco und Monte Valenza zu erinnern. Neben den von den Thermen angebotenen heilsamen Entspannungsmöglichkeiten zeichnet sich die Provinz auch für ihre große Verfügbarkeit an Golfanlagen auf gepflegten Grünflächen inmitten dem Naturszenarium der Hügel von Monferrato aus. Unser Vorschlag: 5 Plätze, 5 Landschaften, 5 Clubanlagen in unmittelbarer Nähe, um Golf auf jedem Niveau zu spielen. 27 Löcher für den Golfclub Margara in Fubine und den Golfclub Villa Carolina in Capriata d'Orba, während es Anlagen mit 18 und 9 Löchern im Golfclub Del Gavi in Tassarolo und 9 Löcher im Golfclub La Serra in Valenza gibt. Letztendlich finden Neulinge besonderes Interesse an der Anlage des Golfclub Le Colline in Aquiterme. Eine riesige Grünfläche zwischen Hügeln und Meer, ausgestattet mit Strecken, die sich an dem natürlichen Gefälle des Bodens inspirieren, bereichert durch Wasserflächen und umgeben von Weinbergen. Hier endet unsere kurze Reise voller Eindrücke, welche unser Land uns bieten kann. Wir überlassen Sie der Überraschung bezaubernder Oasen der Ruhe, über die wir nicht gesprochen haben und die Sie während Ihrer nächsten Reise in die Provinz von Alessandria selbst entdecken werden.